Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Gerade eben mit Toon Link durch Turniere geschlittert. Ich werde es immer sagen. Mit Young Link durch Turniere geschlittert. Einiges verloren, am Ende tatsächlich für mich sehr unerwarteten Tournament noch gewonnen. Eigentlich jeden dabei dominiert. Aber trotzdem wird es jetzt Zeit, mal wieder für eine Folge zum OG zurückzukehren. Wobei ich erstmal gucken muss, wie gut es mit dem tatsächlich läuft. Ich habe jetzt Kaelwyn schon ein Momentchen nicht mehr angefasst. Im Urlaub habe ich eben eigentlich gefühlt nur Young Link trainiert. Mit Kaelwyn habe ich ein bisschen dummen Item-Stuff gemacht, weil mir langweilig war. Da kommen tatsächlich auch Clips in die nächste Montage. Wobei es sein kann, dass die Montage sogar schon vor dem Video hier rauskommt. Ich will dich grabben. Danke. Und jetzt? Schade, dass er zweigen müssen. Also ich bezweifle jetzt mal, dass ich hier deswegen gleich schlechter abschneide als mit Young Link oder so, nur weil ich Kaelwyn im Moment nicht wirklich gespielt habe. Dazu habe ich doch noch zu viel Training mit dem Charakter. So. Wir können hier langsam mal Gegner finden. Ich habe schon gesagt, ich würde irgendwie ganz gerne... Ach, schade. Gegen diesen einen Kirby, ich weiß gerade den Namen nicht mehr auswendig, wenn ich ihn lese, wenn ich ihn sehe, dann erkenne ich ihn auf jeden Fall. Irgendwas mit Hex, also nicht mit A-A-C-K, also nicht in der Form, sondern E-X. So ein Kirby, ja, das ist jetzt voll ungewohnt. Ich sag's ja, ich bin immer mit Kaelwyn hier so oben. Ich sag's euch, das hängt mit GSP zusammen, wie das hier sortiert wird. Weil mit Young Link immer so im unteren Bereich. Das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum die Turniere letztendlich ziemlich gut liefen. Weil ich da eben doch gegen schlechtere Gegner gespielt habe. Und Meta Knight hat auf jeden Fall Waffen gegen Kaelwyn. Wobei ich nicht weiß, ob ein Instant Down Smash da so passend ist. So, zum Glück habe ich Projektile nicht verlernt, vor allem die Side-Beam, die tatsächlich der von Young Link ja relativ ähnlich ist. Ah, das hätte jetzt spiken müssen. Boop. Schade. Mein Meta Knight Amiibo hat sich ja auch endlich mal bewiesen im letzten Königs-Tournament. Zwar keine Top-Platzierung, aber auf jeden Fall meinen persönlichen Highlight-Clip des Tournaments auf die dunkle Macht gelandet. Ja, es ist Meta Knight, der kommt da noch zurück. Betonung liegt auf noch. Ich wollte dashen. Ich glaube, wenn da die Down Air, die ich eigentlich machen wollte, rausgekommen wäre, hätte es gehittet. Oh. Sorry, wollte ich eigentlich noch gar nicht killen. Ich glaube, das ist auch so das Disrespektvollste, was man sagen kann. Sorry, sollte es eigentlich noch gar nicht sterben. War ein Versehen. Okay, das ist das Zweitdisrespektvollste. Nach einem Zitat vom guten Alpharad im Amiibo Tag Team Tournament. Ach warte, das war Grand Finals? Dark Samus oder Melinda? So, weiter. Runde 2, Dark Samus ist mir ein gutes Stück lieber. Einfach weil die selber gegen Projektile nicht so stark ist. Ich bin auch der Meinung, Kaelwyn ist ein ganz guter Counterpick gegen Samus und Link. Einer der Gründe, warum ich ihn ziemlich mag. Leute, habt ihr schon gehört? Smash Ultimate Online wurde verbessert. Ich glaube, der wollte die Instant Crown predikten. Obwohl, nee, irgendwie ja nicht. Das hätte auch nicht funktioniert. Run-Up-Grab. Das Einzige, was man damit predikten könnte, ist, dass ich stehen bleibe und nichts mache. Kaelwyn spielen fühlt sich auch noch gut an. Ich werde auch definitiv ihn als Main nicht durch Young Link ersetzen, aber eben endlich mal ein Secondary haben. Wie du willst, Meteoren. So,
Soll ich dir was sagen? Schade. Harry Crown. Forward Air. Don't even try. Boop. Und boop. Oh, schade. Ich war mir ziemlich sicher, dass er versuchen wird, da was zu machen. Boop. Soll ich den Kampf mal finishen? Ja? Okay. Ah, das ist schön. Ich find's auch echt cool, dass seit dem letzten Gescheit will ich nicht sagen, ich mag 8.1.0, aber seit dem letzten Balance-Patch Down-Air into Down-Up-Smash noch effektiver ist. Ich meine, das war so oder so für K.O.L. schon schön, aber jetzt tötet das irgendwie schon gut auf 70 oder so. Die andere Seite vom Bracket gefällt mir gar nicht, aber hier könnte ich gegen Ganondorf kämpfen, wenn es schön läuft. Scheiße. Ganondorf tatsächlich, cool. Das finde ich gut. Ich habe schon relativ lang nicht mehr gegen hier Ganondorf mit Carol gespielt, abgesehen von meinem Amiibo. Der Amiibo hat ja letztendlich auch gezeigt, dass er echt was drauf hat. Achtung. Oh Mann, warum nur der Sour Spot? Oh. Wie land ich nur frigging Sour Spots? Ja, dann halt so. Ich wollte eigentlich noch was hinten dran schieben, aber ich habe eigentlich mit einer Down von ihm gerechnet. Wenn die Downer gelandet hätte, hätte ich das vielleicht in der Montage nehmen können. Achtung! Schade, er geht nicht auf Stage. Achtung! Air-Dodge-Read. Und zack! Sehr schön! Er war tot, aber jetzt ist er noch toter. Exakt. Ja, nehme ich einfach mal. Ich habe auch mal endlich meinen Scheiß da aussortiert, das Album. Das war so komplett überfüllt. Ich habe da viele alte Wiederholungen mal rausgenommen. Also, Pit oder Joker? Ja, ich sag's so, sind beide nett toll. Und vor allem, Digga, zehnmal. Zehnmal Spieler, okay, Dark Pit, aber Pit mit dem Dark Pit Skin, ne? Und Joker beide. So, danke. Mein Laptop hier nebenbei, den hatte ich jetzt aus Versehen wieder runtergefahren aus Reaktion, während er eigentlich was verarbeiten sollte. Ich mache jetzt hier auch mal keinen Cut. Ich hoffe, die sind sowieso bald fertig. Hallo, Laptop, das Scheißteil will nicht. Das lässt mich keine anderen Programme öffnen als das, was gerade ist. Habt ihr auch so ein Scheißding? Ich hasse es. Ich hoffe, der verarbeitet wenigstens. Um die Scheiße muss ich mich dann nach dem Tournament hier kümmern. Ich bin mir ziemlich sicher, den habe ich schon mal im Elite Smash getroffen. Und wenn ich das sage, meine ich es auch. Mein Cable ist natürlich ganz krass. Ich finde es aber immer noch toll, dass mein zweitbester Charakter laut Quickplay Min Min ist. Ich meine, yay, zum ersten Mal angefasst, was mache ich? Ich treffe direkt Little Mac und mache Backthrow into F-Smash. Das tötet ja sowieso jeden.
dann bringe ich ihn noch zweimal irgendwie offstage und er stirbt, weil, ne? Er ist Little Mac. Ich muss mich mal ein bisschen auf den Kampf hier konzentrieren. Leck mich. Schöne Landung. Ich dachte, die Krone trifft auf dem Rückweg. Komm auf Stage. Ich habe zwar wieder gedrückt, aber jetzt bin ich tot. Ja, da konnte ich dann halt auch nichts mehr machen. Hier jetzt mal im Ernst. Alle Leute, die sagen, K-Rules Recovery ist zu gut. Digga, man hat legit keine Options. Man kann sie von oben nicht treffen. Das ist aber auch das einzig Gute. Er gesagt, okay, auch nur wenn man keine Range-Attacke hat. Ja, roll away. Der Jump, den jeder macht. Problem ist, Pit macht mehrere Jumps, die jeder macht. Achtung, er will juggeln. Okay, dass das jetzt so geklappt hat, will ich mal nicht hinterfragen. Und ich bin tot, weil ich habe keine Options. Und da behaupten Leute, K-Rule wäre hätte eine OP-Recovery. Aber das sind auch die Leute, die dann allgemein behaupten, K-Rule wäre zu OP. Auf Deutsch, die seit 5 Minuten das Spiel spielen und nicht wissen, wo der Schildknopf ist oder so ein Scheiß. Das sind so ungefähr die Leute, die behaupten, K-Rule wäre broken. So, und jetzt kümmere ich mich kurz um den Laptop. So, weiter geht's. Das Scheißteil läuft wieder halbwegs, hoffe ich. Ich hab nicht mitbekommen, ob ich irgendwie einmal vielleicht zu viel gedrückt habe. Relativ schnuppe. Hoffen wir einfach, dass das Tournament allgemein besser läuft. Jetzt mal im Ernst. Okay, das liegt wahrscheinlich aber auch an der Erfahrung. Aber so persönlich hat es sich jetzt angefühlt, als ob dieses Tournament... dass da alles so viel schlechter war als in den ganzen, die ich da hatte mit Young Link. Aber wahrscheinlich liegt das eben auch dann, dass meine Erwartungen einfach höher sind mit K-Rule. Da drüben ist ein anderer K-Rule, gleichzeitig sind zwei Inklings im Tournament. Und einer davon ist bei mir Runde 1. Schmeißt eine Granate. Ist das für eine Option? Die hat funktioniert, ja, aber... Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, gegen den das irgendwie funktioniert. Ja, ich habe ihn gesaved. Um ihn danach zu töten. Achtung. Soll ich dir eigentlich was sagen? Mein Downsmash ist besser als deiner. Hier, so dürft's gegen Inkling immer laufen. Es gibt viele, die nicht mal wissen, dass K-Rule Down Air 2 framen kann. Auch wenn das vor allem bei Top-Level K-Rule so ein häufiger... irgendwie echt eins der wichtigsten Elemente am ganzen Charakter ist. Naja. Runde 1 gegen Inkling geschafft. Mi, Gunner und Rob.
Ich habe eh manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige. Das ist wahrscheinlich so der wahre, krasse Hot-Take in Smash Bros. Ultimate, aber ich find's echt nicht so schlimm, ne? Ich find's nicht so schlimm, gegen Rob zu kämpfen. Miganer Runde 2. Also, ich sehe, mein Mid-K-Rule ist weiter. Was mir auch gefällt, ist, dass Zelda raus ist. Und jetzt kämpfe ich gegen dich. Der zweite Jump sollte eigentlich nicht sein. Das war wirklich nicht mein Input. Ich habe überlegt, ob ich Down B drücken soll. Der Typ scheint dafür, dass er kein NES spielt, ein ziemlicher PK-Fire-Fan zu sein. Und ja, ich werde solche Angriffe alle immer PK-Fire nennen. Genauso wie Darains Ogfire oder wie das heißt. Close one. Sorry, aber ich habe jetzt tatsächlich relevante Armor auf der Crown. Scheiße, verfehlt. Stark. Achtung. Dann halt nicht. Okay, er mescht sogar so sehr. Achtung, Grab. In Down Tilt. In die Back Air. Oh. Ins. Dann halt nicht. Hätte ja klappen können. Achtung! Oh. Okay. Ein bisschen vorhersehbar. Achtung! Waren wir gerade beim Punkt ein bisschen vorhersehbar? Warum springen die Leute da rein? Ich werd's nie verstehen. Also, ja doch, doch, an sich gefällt mir sehr gut, wer hier weitergekommen ist. Das Einzige, bei dem ich's vielleicht... Okay, bei Falco und Melinda. Ich glaube, Melinda wäre schon noch ein bisschen besser für mich. Aber ja, muss ich auch erstmal gegen kämpfen, ne? Und jetzt gleich Schwertkämpfer. Zwei Clouds und zwei K-Rules sind noch im Turnier. Komm, mein K-Rule-Kollege, bleib drin! Das waren 2 Sekunden und er ist noch drin und muss gegen Falco. Und jetzt bin ich dran zu zeigen, ob ich auch das Cloud-K-Rule beherrsche. Auf der Seite des einzig wahren Charakters, versteht sich. Also, predicted einen direkten Side B. Ich glaube, das war ein Predict für eine Instant Side B. Dann predicten wir mal den Jump, den jeder macht. Als ob. Ganz starke Neutral B. Er jumpt nicht, zumindest etwas. Ich habe irgendwie erwartet, dass das trifft. Achtung. Okay, wir sind vertimed. Egal. Diesmal nicht. Diesmal nicht! Da versuchst du noch wegzudriften, aber nicht gegen den K-Rule. Habe ich das K-Rule-Cloud-Matchup raus? Was meint ihr? Ich behaupte ja. Also, komm. K-Rule, Ditto. Aber Falco ist halt wirklich eins der besten, hat eins der besten Matchups gegen K-Rule.
Ja, ich kann nicht behaupten, dass ich überrascht bin. Und mit einem Win rechne ich auch nicht. Falco ist halt wirklich so gut gegen Casual. Der hält einen gefühlt den Kampf lang in einer Cutscene gefangen, kombot einen durch die ganze Welt und gegen die Projektile hat er einen Reflektor. Casual hat gefühlt nichts gegen diesen Charakter. Oh, Gino-Profilbild. Er drückt sogar den scheiß Instant Reflect. Upp, upp. Das sollte eine Dash Attack sein. Das war eine Dash Attack. Natürlich kommt er nach der Aktion schneller zum Zug als ich. Was sonst? Halt, Sven! Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er da noch eine trifft. Ja, das Matchup ist halt super, ne? Ich versuch's auch gefühlt gar nicht, merkt man, denke ich. Ja, okay. Wirklich? Ich war doch im Down Smash. Also den Move, den Down Smash von K-Rool werde ich auch nie wirklich verstehen. Wann hat man da Armor und wie? Gerade eben war ich doch 100% Armor. Oder hat man die Armor wirklich nur, wenn man von unten getroffen wird? Weil wenn ja, würde das auch die Attacke deutlich schlechter machen. Komm, kann ich jetzt im letzten Turnier vielleicht nicht im Finale verlieren? Ich war bisher beide Male im Finale und dann so gegen Charaktere, die gefühlt einen Kampf gegen K-Rool zu einer Cutscene für sich machen. Zwei Charaktere, die gut kombon können und einen Reflektor haben. Falco und Pit. Und natürlich hat K-Rool viele schlechte Matchups, aber vor allem für mich persönlich sind das vermutlich so mit die zwei schlimmsten. Okay, stimmt, danke für die Erinnerung. Ich hab den da vergessen. Pikachu. Auf der anderen Seite ist wieder ein anderer K-Rool. Ah, das Bracket gefällt mir nicht. Ich habe mit Instant Thunder Jolt gerechnet. Okay, das ist offensichtlich ein Spieler, der der Meinung ist, dass das wirklich eine sinnvolle Sache ist zu tun. Dementsprechend, als ob, starker F-Smash. Nix hören. Und, Alter, ich will nochmal hier anmerken, online wurde verbessert, ich seh's. Nein, so leicht kannst du mich nicht absmashen. Achtung! Schöne Roll. Mit meinem Laptop.
Nochmal. So. Pikachu ist raus mit Down Smash. Ja, das war halt das Match. Also, gegen Min Min komme ich, glaube ich, besser klar. Min Min ist weiter, mein K-Rool-Kollege ist schon raus. Och Gott, Alter, was ist denn die untere rechte Seite des Brackets? Pikachu gegen Game & Watch. Lass mich raten, wenn ich direkt springe. Ich bin gesprungen. Ist sie tot? Nee, oder? Ja, jetzt schon. Achtung! Okay, Double Hit Crown. Der Down Smash. Boop, boop. Okay. Dann halten noch nicht. Warte eine Sekunde. Ah, jetzt nervt nicht. Und Air Dodge. Ich weiß, das Commentary kam gerade ein bisschen spät, aber halt ein bisschen Air Dodge rausbaiten. Macht so viel Spaß gegen diesen Charakter. Na dann. Nächste Runde. Wer ist denn noch alles im Bracket? Der Typ hat vorhin Pummeluff gespielt, der Quajutsu-Spieler. Alter. Jetzt Lukas oder Quajutsu da unten, Game & Watch und Pikachu. Was ist das für ein Bracket? Uäh. Also dann, Halbfinale vom Bracket Quajutsu. Auf der anderen Seite ist Pikachu noch drin. Kann man sich jetzt streiten, ob das besser als Game & Watch ist oder nicht? Ich denke, es kommt sehr drauf an. Wenn Game & Watch wirklich komplett krass spielt... andersrum. Wenn Pikachu krass spielt, ist er schlechter für mich. Game & Watch braucht halt nicht so viel Skill. Auf Deutsch, wenn der Spieler weniger Skill hat, ist Game & Watch für mich schlimmer, sonst Pikachu. Ich glaube, der Typ kommt nicht ganz mit dem K-Rool Down Smash klar. Ach, schade. Nope. Wow, er masht. Hätte klappen können. Okay, und da predicted er den Jump, den jeder macht, sogar ich. Ach, schade, das war ein Trade mit der Crown. Das nehme ich. Ich versuche einen Shadow Sneak zu baiten. Als ob! Ich glaube, irgendwie der Konter hat dir tatsächlich nicht geholfen.
Ich meine, ich weiß nicht, woher ich die Information jetzt nehme. Hat mir gerade wer zugeflüstert. Aber der Konter hat dir nicht geholfen. Das ist halt wirklich die Sache. Ich verstehe Leute nicht, die mit Charakteren Projektile kontern, während diese Konter keine Reflektoren sind. Also wenn man zum Beispiel mit Marv die Calrill Crown kontert, das ergibt irgendwie keinen Sinn, das bringt. Ich meine, man wird nicht getroffen, aber meiner Meinung nach ist man dann doch relativ verletzlich. Apropos relativ verletzlich, das bin ich in diesem Matchup gegen alles. Läuft es jetzt wirklich darauf hinaus, dass ich dreimal ins Finale komme und dann immer eine fucking Cutscene im letzten Kampf hab? Weil das ist genau, was dieses Matchup schon wieder sein kann. Down Smash. Down Smash. Down Smash. Down Smash. K-Rool Down Smash. So ein bisschen näher, dann trifft die Krone. Doch nicht! Dieser erste Stock! Das finde ich lustiger, als ich sollte! Jetzt mal im Ernst, ich habe ihn irgendwie ein, zwei Mal gehittet und dann viermal Down Smash gedrückt! Wir haben noch ein Tournament gewonnen! Beide Folgen, die ich heute aufgenommen habe, das letzte Tournament geholt. Weil ich es vor allem mit Yang Ling nicht erwartet habe. Na dann, wenn es euch gefallen hat, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Abo auf dem Kanal da. 300 dieses Jahr sind das Ziel. Ist realistisch, vor allem nachdem irgendwie in den letzten zwei Tagen hier, wenn ich was aufnehme, 6 dazugekommen sind. Wenn wir mit dem Tempo weitermachen, schaffen wir es auch diese Woche noch locker. Okay, nee, warte. Warte, Mathe Genie am Start. Warte, Mathe Genie am Start. Wir haben im Moment Donnerstag. Es fehlen 19 Stück. Mit 6 in 2 Tagen kommen wir da diese Woche nicht mehr auf 300. Wenn ihr mehr Mathe-Talent wollt, lasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal da. Bis zum nächsten Mal. Und tschö mit... Weiß ich doch nicht, wie man es schreibt.